Die russische Armee hat offenbar weitere Luftabwehrraketen vom Typ S-400 auf der Krim stationiert. Das berichtet unter anderem die Agentur Interfax. Die neuen S-400-Batterien kamen den Berichten zufolge in der Stadt Tschankoi im Norden der von Russland annektierten Halbinsel an. Unterdessen erteilte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel einer militärischen Lösung des Ukraine-Konflikts eine Absage. Gleichzeitig verteidigte sie die Sanktionen der EU gegen Russland. Beim G20-Gipfel in Argentinien sagte sie: Wir machen ja nicht die Sanktionen um der Sanktionen willen, sondern wir machen diese Sanktionen, um einfach deutlich zu machen, dass Länder, auch wenn sie in ihrer territorialen Lage in der Nähe Russlands liegen, das Recht auf eine eigene Entwicklung haben müssen. Das sind Grundsätze des internationalen Völkerrechts. Die Ukraine hatte nach dem jüngsten Zwischenfall im Asowschen Meer darum gebeten, auch deutsche Kriegsschiffe ins Schwarze Meer zu schicken. Das lehnte die Regierung in Berlin aber ab. Merkel rief die Ukraine dazu auf, klug zu handeln. Eine Lösung werde es nur im Gespräch geben, daher wolle sie beim G20-Gipfel auch mit Wladimir Putin sprechen. Die Ukraine gab derweil als Mindestziel für den Gipfel die Freilassung der 24 gefangen genommenen ukrainischen Soldaten aus.